als Erpresser aufgetreten. Mehr als 6 Jahre muss Arno Funke im Gefängnis verbüßen. Im August 2000 wird er entlassen. Herzlich willkommen, Arno Funke. Guten Abend. Jetzt wollen wir nicht vergessen, dass Sie etwas gemacht haben, was in hohem Maße verboten ist. Dennoch gab es schon damals viele Menschen, die sich irgendwie diebisch gefreut haben, die mit Ihnen eigentlich eher gelitten haben. Die fanden das faszinierend, dass Sie schaffen, die Polizei an der Nase herumzuführen. Ich fange mal langsam an. Letzten Donnerstag war der 10. Jahrestag der Festnahme. Haben Sie überhaupt daran gedacht? Ja, sicher. Die Presse hat mich ja nun oft genug angerufen und mich darauf aufmerksam gemacht. Dass man den Jahrestag auch ja nicht versäumt. Naja. Ja. Und was waren das für Erinnerungen für Sie? Haben Sie gedacht, am liebsten will ich mit der Geschichte nichts mehr zu tun haben? Am liebsten schon, aber ich kann es ja nicht wegdrücken. Nicht? Also wird wahrscheinlich mich den Rest meines Lebens begleiten. Welche Rolle spielt Dagobert in Ihrem heutigen Leben? Dass wenn ich zum Beispiel ein Buch veröffentliche oder so, dann wird natürlich immer in den Medien Bezug drauf genommen auf meine Vergangenheit eben nicht. Mhm. Und es ist immer irgendwo in den Köpfen der Leute und in den Köpfen der Journalisten. Und ich muss damit leben. Ich kann nicht davor weglaufen, dagegen jetzt anzukämpfen, ist verschwendete Kraft. Mhm. Und lebe ich damit einfach. Vielleicht einen ergänzenden Hinweis gleich zu Beginn unseres Gesprächs. Wenn Leute jetzt denken, Mensch, hat er ein Buch geschrieben und jetzt macht er sich die Taschen voll und so weiter. Das ist natürlich nicht so, weil es über diese Strafe hinaus, die sie bekommen haben wegen der Erpressung, ja auch andere Klagen noch gegeben hat. Und der Karstadt-Konzern, den sie damals ja auch massiv geschädigt haben, nach wie vor Geld von ihnen bekommt und ihnen sozusagen nur ein Minimum überbleibt fürs Leben. Habe ich das richtig dargestellt? Ja, so in etwa, ja. Na, sagen Sie das anders. Nein, es ist ja so, erstmal muss ich ja so viel Geld verdienen, dass ich davon was abgeben kann, nicht? Also meine Leute, die jetzt... Wie viel dürfen Sie behalten? Der Selbstbehalt ist jetzt so über 900 Euro, soweit ich weiß. Okay. Nicht? Da kommen dann noch andere Sachen rauf, aber so in der Richtung. Okay, ich wollte das nur einfach mal klären, vorneweg. Begegnen Ihnen heute noch Menschen, die Sie erkennen und dann sagen... Ja, sicher. Nun ist es so, dass ich in der Osthälfte Deutschlands langsam bekannter bin als in der Westhälfte. Warum? Durch meine Arbeit beim Eulenspiegel, so. Satire-Magazin. Mhm. Und dadurch ist auch so, dass ich dort eher noch in Verbindung gebracht werde, jetzt mit meiner Arbeit dort, mit den Cartoons, die ich dann mache. Mhm. Und da werde ich dann wahrscheinlich noch öfter erkannt als hier. Mhm. Am 22. April 1994 also sind Sie festgenommen worden. Ja. Was sind das für Erinnerungen an diesen Tag? War das für Sie damals eher eine Befreiung? Viele Außenstehende haben ja gesagt, Sie hätten es fast provoziert. Das ist schon richtig. Also gegen Ende der ganzen Geschichte hatte ich schon ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, mich zu stellen, weil natürlich die Luft raus war. Die Polizei wollte mir nicht das Geld geben und ich wollte eben nun wirklich keine Menschen schädigen. Und ich hatte auch kein Geld mehr weiterzumachen. Meine Familie musste ernährt werden irgendwie und so war es dann, dass ich schon gespielt habe mit dem Gedanken, mich zu stellen. Also die ersten 500.000 hatten Sie schon komplett rausgehauen? Zu dem Zeitpunkt am Ende ja. Also rausgehauen, mein Leben kostet Geld und mein Problem war ja eben, dass ich gesundheitlich nicht so in der Lage war, eben damit was anzufangen. Vom Verstand her wusste ich, ich müsste was machen, aber emotional war ich nicht in der Lage. Mhm. Also der Gedanke war da, sich zu stellen. Ich will diese Festnahmegeschichte eigentlich kurz machen. Sie sind erst zu 9 Jahren Strafe, glaube ich, verurteilt worden. 7 Jahre und 9 Monate. 7 Jahre, 9 Monate, aber später ist es dann nochmal erhöht worden. Ist das ja, so? Ja. Ja? Also am Ende waren es dann 9 Jahre. Tatsächlich haben Sie gut 6 Jahre gesessen. Mhm. Haben Sie die Strafe als angemessen empfunden? 7 Jahre, 9 Monate hätte ich auch als angemessen empfunden. Also es ist natürlich so, dass ich natürlich wusste, dass ich mich außerhalb des Gesetzes gestellt habe und dass man dafür nun bestraft wird. Und wie hoch dann eben diese Strafe ausfällt, das muss man dann letztendlich akzeptieren. Hm. Sie haben eine Bombe explodieren lassen im KDW, also im Kaufhaus des Westens in Berlin. Können Sie sagen, woher
Also gehört ja schon eine gewisse kriminelle Energie dazu, das muss man ja alles machen. Was ist denn nur eine kriminelle Energie? Also, es ist, wenn jemand jetzt eine Straftat begeht und die dann konsequent begeht, dann spricht man von krimineller Energie. Wenn man mit der gleichen Konsequenz natürlich andere Sachen macht, dann, weiß nicht, das hat immer so einen merkwürdigen Beigeschmack, als wenn man jetzt von Hause aus irgendwie kriminell wäre. Wird man ja vielleicht kriminell, ich will es jetzt auch gar nicht so sagen, von der sozialpädagogischen Seite diskutieren, sondern einfach, man muss das ja machen. Man muss das da deponieren, man muss es zünden, man muss es zur Explosion bringen. Und das haben Sie ja gemacht. Und war für Sie wirklich immer wichtig, dass kein Mensch zu Schaden kommt? Ja, auf jeden Fall. Sonst wäre auch das erste Urteil nicht so niedrig ausgefallen, nicht? Mit 7 Jahren, 9 Monaten. Was die Menschen irgendwie mochten an Ihnen, das war ja die Tatsache, dass Sie die Polizei irgendwie genarrt haben und dass Sie auf besondere Art und Weise Geldübergaben organisiert haben. Wie sind Sie auf diese Ideen gekommen? Woher hatten Sie die ganzen Ideen? Ich war schon von Kindesbeinen an interessiert. Kaufhäuser zu erpressen? Nein, in Chemie, in Chemie, Physik, Naturwissenschaften im Allgemeinen und so weiter. Und dadurch hatte ich natürlich gewisse Vorkenntnisse auch. Warum nannten die Leute Sie Dagobert? Das war so, dass ich der Polizei eben signalisiert hatte, sie sollten eben eine Annonce schalten in der Zeitung. Und da muss ich mir einen Text einfallen lassen. Und wusste ich erst nicht, was ich nun für einen Text haben möchte. Und da sah ich dann auf meinem Schreibtisch einen Turnbeutel, wo dann ein Dagobert-Bild drauf war. Und da ging mit mir wahrscheinlich ein bisschen der Schalk dann durch, dann doch, nicht? Bei allem Ernst. Also das heißt, so einfach sind Legenden zu stricken. Ja, dann habe ich geschrieben, Sie sollen eben schreiben, Dagobert grüßt seine Neffen, nicht? Ja, gut. Und das, daraus kommt die Legende. Im Nachhinein hat man festgestellt, dass eine Reihe von den Dingen, die Sie da gebaut haben, erdacht haben oder wie auch immer, dass die in diesem Mickey-Maus-Heftchen auch schon mal eine Rolle gespielt haben. Ja, war das ein Zufall? Oder? Alles Zufall. Es gibt natürlich tausende von Geschichten und dass da natürlich irgendwo Parallelen sind, mag schon sein, denn die Schreiber für Mickey Mouse oder Donald Duck oder so, die waren natürlich auch kreativ. Ja, gut. Auf legalem Wege. Ja. Diese erste Geldübergabesituation, diese 500.000 Mark, die Sie da bekommen haben, wie ist das erste Mal Geld übergeben worden? Ist aus dem Zug geworfen worden, also auf mein Signal hin. Und dann habe ich es mir gegriffen. Kurzfassung. Ja, das war gut. Wie lange haben Sie da gesessen und gewartet? Nicht sehr lange, Viertelstunde ungefähr, 20 Minuten. Und bei den anderen, dann nachher oftmals gescheiterten Versuchen, ich glaube über 40 Geldübergaben sind nicht zustande gekommen oder unbefriedigend, weil da nur Papierschnitzel überreicht wurden von der Polizei. Was waren sozusagen Ihre besten Ideen? Oh Gott, meine besten Ideen, also da möchte ich jetzt keine irgendwie explizit hervorheben, denn... Ich habe die Sandkiste. Ja. Die Sandkiste? Ja, ich kenne das alles, weil bei mir lag mal ein Drehbuch auf dem Tisch. Ja, ich habe auch ein paar Drehbücher gelesen. Ich sollte ihn spielen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, warum das Projekt nicht zustande gekommen ist. Aber es ist nicht an Ihnen gescheitert? Nicht an mir, das war ein Fernsehen. Sie gehören zu denjenigen, die so einen gewissen Respekt haben für diese... für die besondere Art und Weise, wie er es gemacht hat. Nein, das war natürlich, wurde dann ja natürlich durch die Medien, Bild-Zeitung hat sich da besonders hervorgetan, als Eulenspiegelei verkauft. So, natürlich war das sehr unterhaltsam, aber Sie haben ja am Anfang betont, dass es eine kriminelle Aktion war, so what. Aber das mit der Sandkiste... Was war das genau mit der Sandkiste? Also da hatte ich die Sandkiste über einen Kanal... Zugang eben gestellt. Eine Streusandkiste. Und dann musste die Polizei oben Geld reinlegen und ich kam dann von unten und habe es mir genommen. Ja. Aber war natürlich auch wieder Papierschnitzel drin und Elektronik. Und Elektronik, das heißt, Sie haben das schnell liegen lassen, sonst hätte man sie orten können. Also war es so gewesen, dass die Polizei schon gemerkt hatte, war ja ein Bewegungsmelder drin und dann haben sie geguckt, aber war niemand an der Kiste, haben sie gedacht, das ist ein Elektronikfehler. Weil die natürlich dachten, kommt von oben einer, nimmt sich das Zeug wieder raus. Haben Sie nie Angst gehabt, da unten, durch die Kanalisation? Kanalisation selbst nicht so, aber die ganze Geschichte an und für sich war für mich natürlich auch sehr angstbesetzt.
Das heißt, Sie haben irgendwann dann auch drunter gelitten. Unter dem eigenen Drang gelitten, aber Sie waren so weit drin in der Geschichte, dass Sie eigentlich auch irgendwie nicht mehr raus konnten. Naja, also ist es natürlich klar. Also je länger die Geschichte dann vonstatten ging, umso mehr war man dann natürlich drin und natürlich auch immer wieder die Hoffnung, dass es dann irgendwann mal klappen könnte. Sie haben eine Waffe mit dabei gehabt bei dieser Aktion. Warum haben Sie die mitgehabt? Muss man dazu sagen, wie die Geschichte überhaupt angefangen hat. Und das war aufgrund doch erheblicher Depressionen, die ich hatte. Und da schließt sich der Kreis mit den Waffen. Bei mir war es so gewesen, dass ich in meinem Bett schon gelegen hatte und die Pistole an der Schläfe durchgeladen und entsichert und schon mit dem Abzug gespielt habe. Und dann kam irgendwann die Idee, ist ja so, macht es auch nicht so leicht. Weil so der Selbsterhaltungstrieb hat sich dann doch gemeldet. Und er hat gesagt, bevor du das machst, kannst du ja noch was probieren. Und wenn es dann klappt, ist okay. Und wenn es nicht klappt, kannst du dich immer noch umbringen. Und so hatte ich dann auch die Waffe dann später, in der Anfangszeit, muss man dazu sagen, noch dabei gehabt, um mich notfalls zu erschießen. Aber als die Geschichte so eben so nach einem Jahr, hatte ich dann eigentlich keine Waffe mehr bei gehabt. Aber in der Anfangszeit wäre es so gewesen, hätte man sie festgenommen, hätten sie versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Ja. Dann haben sie so einen Wagen gebaut, den sie auf Schienen haben fahren lassen. Also irgendwie so ein kleines Superinstrument. Ja, das hat ja schon, das ist ja schon nicht mehr Dagobert, sondern schon ein bisschen James Bond. Ja, sicher. Also an Ideen hat es noch nicht gemangelt bei mir. Also rein ideenmäßig hätten sie das noch länger machen können. Ja, naja, Gott sei Dank war ja dann irgendwann Schluss für die Polizei. So empfinden Sie es tatsächlich auch für sich selbst, dass Gott sei Dank Schluss war? Ja, sicher, irgendwo schon. Nicht? Also ich meine, die ganze Geschichte war für mich ja nun auch nicht so erfreulich gewesen, denn für mich ging es ja um viel. Nicht? In der Anfangszeit besonders eben um sein oder nicht sein und später dann eben auch mit der Familie und allem drum und dran, was zusammenhängt. Bei uns